heißt, ich muss mal gucken, ob hier auch irgendwo Holz liegt und den Weg aber auch ein bisschen im Auge behalten. Und natürlich liegt hier ausgerechnet jetzt kein Holz rum, oder wie? Das ist ja Betrug. Da liegt Holz. Gott sei Dank. Nee. Zweige brauche ich nicht auseinandernehmen. Die geben mir auch nur Stöckchen. Hier lang weiter. Hier scheint ja immer noch der Weg lang zu gehen. Vielleicht ist das aber auch nur Wunschdenken von mir mit dem Weg. Ich weiß nicht. Vielleicht hat ja auch da hinten schon aufgehört. Oh nee, hier ist eine Brücke. Kommt hier auch irgendwo noch mal was? Ja, nach 6 Stunden. Da liegt ein etwas größerer Zweig. Der lohnt sich dann schon eher auseinander zu kloppen. Da kommt die nächste Leiche. Zedernholz. Oh, wir haben Plusgrade, okay. Also wir fühlen Plusgrade. Da sind Autos. Ist ja interessant. Und es müssten gleich 2 Leichen sein, weil da 2 Grüppchen von Vögeln sind. Oh. Ort des Zwiespalts. Der hat nichts. Da liegt noch eine Leiche. Der hat auch nichts. Nice. Natürlich. Und hier gucken wir auch drunter. Ist ja logisch. Und wir machen natürlich auch die Motorhaube auf. Und ich glaube, gerade bei dem Auto bringt uns das überhaupt nichts mehr. Oh, noch mehr Federn. So, Motorhaube auf. Nicht. Das ist ja nicht viel. Okay, von hier komme ich nicht ran an die Zeitung, aber ganz ehrlich, auf die Zeitung kann ich auch verzichten. Ja, später. Die Zeitung kann ich auch einmal mitnehmen. Alter, haben wir viele Schmerzmittel. So, guck mal, dich können wir schon mal auseinandernehmen. So, und dann haben wir da noch so einen fetten Pulli gefunden. Na, wobei, bevor ich hier irgendwas repariere... Ja, das habe ich mir gedacht. 1,2. Du hast aber auch nur 1. Aber du bist schon auf 100%. So, und hier ziehen wir dann den an. Ups, so, reparieren wir mal. Okay, bleibt bei 1. So, dann repariert.
reparieren wir dich mal. So, ist das irgendwas, was wir reparieren müssen? Die Mütze kann noch. Und im Hintergrund heult ein einsamer Wolf. Oh. Oh, meine Klamotten sind zum Teil wieder nass. Schiete. So, ich schmatz mir mal was. Und zwar das da. Und dann das da. Und dann werden wir auch gleich noch ein bisschen Wasser los. Und dann noch das da. Dann sind wir wieder ganz voll. Oh, wir sind im Flicken besser geworden. Und es wird dunkel. Ja, gehen wir jetzt da lang weiter? Das ist immer noch. Das sieht für mich immer noch so nach Weg aus. Achso, es sind die Rehe, die die Spuren hinterlassen, wa? Verwirrt mich doch nicht so! Eine Sache, die ich mich ja frage, ist, wir finden Hütten. Da sind sogar noch Sachen drin und alles. Aber wir finden nur Leichen. Wir finden nie eine lebende Person. Erscheint das nur mir merkwürdig? Oder auch noch irgendjemand anderem von euch? Ich glaube, hier kommt nichts mehr, oder? Sieht zumindest nicht so danach aus, als würde hier jetzt noch irgendwas groß kommen. Noch sind wir ja nicht ganz müde, noch können wir ein Stück laufen. Ich finde doch nie wieder zurück, ey. Verdammte Axt. The sun is setting. It's gonna get a lot colder soon. Ja, das sehe ich aber auch so. Deswegen bräuchten wir ja jetzt auch eine Höhle oder sowas. So, noch fühlt sie es an wie ein Grad. Das ist gut. Halt's Maul, du brauchst das Holz. Ach, guck mal, hier ist eine zerfallene Hütte wieder. Und da ist auch noch eine zerfallene Hütte. Wir gehen mal noch ein Stück weiter. Noch ist sie ja nicht ganz am Ende. Hier haben wir schon wieder eine Leiche. Skidas Abhang. Aha. Der hat nichts bei. Schade. Skidas Abhang. Irgendwas da. Noch eine zerfallene Hütte. Aber uns ist auch noch warm. Also, es fühlt sich auch noch an wie ein Grad. Noch ist aber offiziell auch Tag und noch nicht Nacht. Mehr Stückchen, mehr Holz. Denn hier scheinen nur kaputte Hütten zu sein. Fuck. Hallo Wolf. Warum rennst du zu mir, wenn du so viel Angst hast? Das macht überhaupt keinen Sinn. Holz. Mischt. Oh, ein Keller. Der Keller ist jetzt gerade echt unsere Rettung gleich für die Nacht. Ich will da nur noch mal kurz gucken bei der Hütte da, ob da noch irgendwas liegt. Da sehe ich schon was. Da haben wir ja noch mal Glück gehabt. Hilfeset.
Metallbehälter. Aber trotzdem muss ich auch noch ein Feuerchen machen. Ja, da liegt schon wieder eine Leiche, ich sehe schon. Ein Feuerchen machen, weil wir müssen ja das Reh noch kochen. Ach, klar. Okay, hier ist sonst nichts. Ah, wir können nicht rennen, weil wir sind überladen. Okay. So, da war der Keller, ne? Toll, und jetzt will ich wissen, was hier dann noch so kommt. Und gar nicht wieder nach Hause gehen am nächsten Tag. Keller? Keller. Keller. Dunkler Keller. Wir gehen nochmal kurz raus. Ich mache jetzt erstmal noch ein Feuerchen. Das wäre, glaube ich, eine gute Idee. So, zack. Nee, wir nehmen mal lieber nicht den Brandbeschleuniger. Den hebe ich mir auf, wenn es wirklich zwingend notwendig wird. Come on, little fire. Come on. Ja, komm schon, kleines Feuer. Du bist jetzt ein Hund? Sei artig, da fehlt nicht mehr viel. Sehr schön. So. Dann machen wir jetzt das Rehlein. Wasser brauchen wir keins. Ich weiß, ich habe zu viel Holz raufgeworfen, aber wir sind im Moment auch sowieso zu schwer. Ah, nee, ich mache jetzt keine Fackel. Gehen jetzt einfach erstmal hier runter und legen unsere Bettrolle aus. Ach, und dann kannst du schlafen, solange wie du magst. So, wir haben noch 2 Stunden Dunkelheit. Was esse ich denn jetzt mal? Den da. So, und dann trinke ich noch was. Dann vibriert mein Handy einfach mal. So, und wir sehen nichts. Überhaupt nichts. Nehmen wir mal eine Fackel in die Hand. Nicht lang fackeln, Junge. Mädel. So, da sind wir runtergekommen. Da liegt aber bestimmt nichts auf dem Treppenabsatz. Nein. So, was haben wir denn hier schönes Holz? Ach, erzähl doch nicht immer so einen Blödsinn. Alter, wir haben ja hier Paradies gefunden. Ich bin verdammt. Auf ewig. Oh Gott. Ja, also wir können uns definitiv noch eine ganze Weile umschauen, weil wir finden ja alles, was wir brauchen gerade. Oh, ein Radio. I'll take it. Da haben wir noch eine neue Magnesiumfackel. So, da liegt noch ein Stück Stoff. Das ist der gute Stoff. This stuff will come in handy. Okay. Dann haben wir hier unten, glaube ich, alles durchsucht. So, das da können wir mal hier lassen. Brauchen wir ihn nicht. Nein, nicht platzieren. Eigentlich wollte ich sie reparieren, aber ich glaube, damit warte ich, bis es Tag wird. So,
So, Klamottos. Haben wir jetzt nur die Mütze. Die können wir zerlegen. So eine tragen wir ja schon. Hosen. Getragene Jeans. Ja, die brauchen wir auch nicht. Nicht zwingend. Hey, wir haben noch ein paar Socken gefunden. Das finde ich gut. Naja, Kapuzenpullover. Ja, nee, der bringt ja fast gar nichts. Können wir was essen? Wir können was essen, das ist schön. Lecker Dosen für sich. Schmackofatz von Frohlig. Oh, und es ist Tag. Das finde ich gut. Dann kann ich euch reparieren. Mhm. Sehr schön. Kann ich die hier mal reparieren? Gewicht loswerden, wenn es nur Kleinstmengen sind. Weil ich glaube, so ein Stück Stoff wiegt nicht so viel, als dass das jetzt auffallen würde. Aber es ist der Gedanke, der zählt. So, du kannst weg. Nein, ich will dich nicht platzieren. Ich will dich reparieren. Und da hat es den Nähkasten dahin gerafft. Okay. Wir haben einmal Metallschrott. Komm, das muss doch jetzt klappen. Sehr schön. Geht doch. Wir sind natürlich immer noch... Alter, fett überladen, aber wirklich fett. Oh, Scheiße. Uiuiuiui, was mache ich denn? Komm, du kannst weg. Tropf auf dem heißen Stein, aber was soll's. Eieieiei. Das sind aber, glaube ich, zum Teil auch wirklich die Klamotten. Wobei, eigentlich nicht das Schwerste sind tatsächlich die Schuhe und der Militärmantel. Wahrscheinlich eher das ganze Gefratze. Aber was soll ich denn machen, wenn man es doch braucht? Egal. Wir haben genug, dass wir noch ein bisschen was erkunden können hier von der Gegend. Und es ist Tag. Können wir uns das hier nochmal bei Tag auch angucken, vor allem. Und uns dann auch mal hier den Abhang angucken. Wenn wir denn in 10.000 Jahren dann endlich mal angekommen sind, weil wir überladen sind. Ja, ich würde sagen, das ist ein Abhang. Eindeutig. Uiuiui. Okay. Und ich kann natürlich nicht rennen. Schade. Wir schauen mal noch ein Stückchen weiter. Da ist wieder der Wolf. Aber ich glaube, so viel weiter kommen wir gar nicht mehr. Zumindest nicht in diese Richtung.
weiß auch nicht, wie ich darauf komme. Schon wieder ein totes Reh. Ist ein Grund, ein Feuerchen zu machen. Ein Freudenfeuerchen. Was ist dein Problem, Junge? Geh doch einfach weg. Oh, 1,4 Kilo. Kurz in diese Höhle. Oh, da sind noch ganz viele Hagebutten. Oh, da liegt was. Na toll. Ich bin wirklich verdammt. Ich, Höhle am Aschgrat. Okay. Wahrscheinlich nie wieder zurück. Interessant. Die hat auch ein bisschen anderen Grundaufbau. Oh, Alter. Läufst du auch mal? Boah. Nicht dein Ernst. Ah. 5000 Jahre später. Ich schaff das. Ich. Oh. So. Nischt. Hallo? Darf ich? Darf ich? Darf ich nicht? Ich. Okay, ich darf nicht. Jetzt? Ich will die. Hallo, ich sehe die. Ja, gut, dann halt nicht. Komm, nur einen, ne? Ja, dann nehmen wir keinen. Aber wieso kann ich denn die Muni nicht aufnehmen? Ist doch totaler Beschieß, ist das doch. Beschieß. Well, that didn't work. Passiert. Feuer machen.